Hallo Leute! Na, was sagt ihr zu meinem Space-Schlitten hier? Cool, ne? Heute geht's um ferne Planeten, fremde Galaxien, explodierende Sterne und schwarze Löcher. Heute geht's nämlich um den Weltraum. Und auch um die Frage, ob wir wirklich alleine hier draußen sind. Den schnapp ich mir. Das Weltall. Einfach gigantisch. Die Menschen erforschen es mit allem, was die Technik hergibt. Denn wir alle wollen ja wissen, wie der Weltraum und somit auch unsere Erde überhaupt entstanden sind. Wir schießen Satelliten oder solche Weltraumteleskope oder sogar Weltraumroboter ins All. Ich check heute, wie Forscher Sterne, die so irre weit weg sind, überhaupt sehen können, warum die Sonne für uns auf der Erde so lebenswichtig ist. Boah, Alter, ey. Und ich kläre die spannendste Frage überhaupt. Gibt es da draußen tatsächlich Außerirdische? Also, los geht's ins All. Hier kommt der Weltraumcheck. Und jetzt die Checkerfrage. Gibt es Außerirdische? Warum leuchten Sterne? Und wie ist das Weltall entstanden? Das check ich für euch. Los geht's im Planetarium Nürnberg. Dort kann man sich Sterne und Planeten angucken. Und das mache ich mit Astrophysikerin Katha. Und mit Jürgen. Der wird für uns gleich alle möglichen Planeten an die Decke werfen. Ja, schöner Raum, sehr beeindruckend. Aber wo sind die ganzen Sterne? Jürgen, kannst du mal Sterne machen? Jetzt passiert was. Schön. Jetzt wird Nacht. Und wo sind jetzt wir hier in diesem riesigen Ding? Also wir befinden uns auf der Erde. Ja klar, stimmt. Können wir mal die Erde haben? Da kommt die Erde. Da ist der Mond. Wow. Alter. Ei, ei, ei. Krass. Bisschen kleiner vielleicht? Ja, super. Danke. Okay. Okay, ja, das ist unser Planet, ne? Das ist die Erde. Genau, unser blauer Planet. Erkennt man. Aber was ist jetzt da außen rum? Ich meine, außer hier diesen Milliarden von Sternen, die wir sehen können. Die Erde befindet sich im Sonnensystem. Mhm. Das Sonnensystem besteht aus dem Zentrum der Sonne. Und um sie rum bewegen sich Planeten auf Bahnen, die die Sonne durch die Gravitation, durch die Anziehung an sie bindet. Mhm. Und das sind 8 Stück. Okay, also das da ist die Sonne, ne? Sehe ich. Genau. Und dann haben wir hier 1, 2, 3. Aber da sehe ich jetzt erstmal nur 4 Planeten. Du hast gesagt, es sind 8. Ja, weil du die 4 kleinen übersehen hast, da oben. Die 4 winzigen Punkte? Genau, die 4 winzigen Planeten. Punkte. Das sind Planeten. Und der dritte davon ist unsere Erde. Na, ernsthaft? Ja, ist die Erde so klein? Ja. Okay, und wenn wir die jetzt mal durchgehen, was kommt dann als erstes, was ganz nah an der Sonne ist? Der Merkur. Das ist der Merkur? Der Merkur ist der erste. Okay, genau. dann kommt? Die Venus. Mhm. Dann kommt die Erde. Mhm. Dann kommt der Mars. Ja. Und dann kommt der Jupiter. Okay. Der Saturn. Genau, mit dem Ring drumherum. Genau, der Uranus und der Neptun. Wie soll man sich die denn alle merken? 8 Stück. Also, in der Schule lernt man so einen Merkspruch. Mhm. Ich weiß nicht, habt ihr keinen gelernt? Okay. Nee, hab ich gelernt. Also, der heißt, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere Nachbarplaneten. Du nimmst immer den Anfangsbuchstaben und der gibt dir einen Hinweis darauf, mit welchem Anfangsbuchstaben der Planet anfängt. Mein Vater fängt mit M an. Mhm. Hier haben wir ein kleines Problem, weil wir haben 2 Planeten, die mit M anfangen. Nämlich Mars und Merkur. Genau, da muss man halt wissen, wer jetzt näher an der Sonne steht. Der Merkur. Voll gut. Ja? Mhm. Okay, erster kleiner Punkt, Merkur. Ja. Vater V Venus. Mhm. Erklärt E Erde. Mir M Mars dann. Super. Jeden fängt mit J an, also Jupiter. Das müsste dann der Große da sein. Ja. Sonntag. S. Saturn. Kennt man sowieso mit diesem Ring außenrum. Mhm. Unsere Uranus. Mhm. Nachbarplaneten. Neptun. Bingo, voll gut. Also Leute, merkt euch diesen Spruch. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere Nachbarplaneten. Alles klar? Bevor es solche Fernrohre und diese riesigen Teleskope gab, war es für die Menschen super schwierig, Weltraum und Sterne zu erforschen.
Deshalb ist auch ganz viel von dem, was für uns heute wirklich selbstverständlich ist, früher total umstritten gewesen. Zum Beispiel auch, dass unsere Erde so aussieht. Nämlich wie so eine riesige Kugel. Früher glaubten die Menschen, dass die Erde so aussieht. Wie so eine platte, flache Scheibe. Eigentlich ganz lustige Vorstellung, oder? Die Berge wären dann hier so. Und oben drüber wäre der Himmel mit Wolken und Sonne. Wie so eine Kuppel oder eine Leinwand. Und nachts tauchten dann stattdessen einfach Mond und Sterne auf. Und noch was, wenn man sich die Erde wirklich so vorstellt, dann könnte man ja runterfallen. Davor hatten früher wirklich viele Menschen Angst. Erst vor 2500 Jahren haben griechische Gelehrte herausgefunden, die Erde muss so aussehen, wie eine Kugel. Und noch was ist spannend. Bis vor 500 Jahren glaubten die meisten Menschen, dass die Erde im Mittelpunkt vom Weltraum ist und alles andere, auch die Sonne, um die Erde kreist. Dass das nicht so ist, hat der Typ hier herausgefunden. Der Naturforscher Nikolaus Kopernikus. Seit seinen Beobachtungen wissen wir, nicht die Erde ist im Mittelpunkt, sondern eben die Sonne. Und alle anderen Planeten kreisen immer um die Sonne rum. Deshalb nennt man das alles zusammen auch Sonnensystem. Und jetzt eine Frage an euch. Ich will von euch wissen, was ist der Unterschied zwischen Sternen und Planeten? A. Planeten sind größer als Sterne. B. Planeten bestehen aus Stein, Sterne nicht. Oder C. Sterne leuchten selbst, Planeten nicht. Checkt mal, ob ihr die Lösung in der Sendung entdeckt. Die Antwort gibt's zum Schluss. Als nächstes gucken wir uns an, wie winzig die Erde im Vergleich zur Sonne ist. Wenn das hier die Sonne ist, ist die Erde nur so winzig wie dieses Mümmelchen, was du da hast. Genau. Auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall. Auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall. Das war quasi nicht vorhanden im Vergleich zu der Sonne. Ja. Lauf mal, lauf mal. Wahnsinn, oder? Und jetzt probieren wir mal, wie weit unsere Erdmurmel dann von der Sonne weg sein müsste, damit das Entfernungsverhältnis stimmt. Ja, wie weit soll ich denn? Geh mal raus. Okay. Immer noch weiter? Ich bin fast draußen. Gut. Wie gut. Krass. Ich bin gerade schon locker mal 50 Meter von dir weggelaufen. Kannst du dir vielleicht ein bisschen vorstellen, wie weit Himmelskörper auseinander sind? Und wie riesig aber vor allem auch unser Sonnensystem ist. Wenn die Erde, die ja noch nicht der weit entfernteste Planet ist von der Sonne, schon so weit weg ist. 150 Millionen Kilometer. Zwischen Sonne und Erde liegen unfassbare 150 Millionen Kilometer. In diesem Abstand dreht sich die Erde um die Sonne. Die Bahn, die die Erde dabei zieht, ist immer die gleiche. Sie bewegt sich quasi auf einer eigenen Spur. Auch die anderen Planeten unseres Sonnensystems haben alle ihre eigene feste Umlaufbahn um die Sonne. Zum Glück ist das so, denn so gibt's auch keinen Planetencrash. Katha, ich habe jetzt noch eine wahnsinnig wichtige Frage. Okay. Checkerfrage. Warte mal kurz. Gibt es Außerirdische? Also Katha. Gibt es denn Außerirdische da draußen? Das interessiert mich echt. Jetzt sag doch mal. Die Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Gibt es oder gibt es nicht? Also, was wir ziemlich sicher sagen können, dass in unserem Sonnensystem kein Planet oder kein Mond intelligentes Leben bis jetzt hervorgebracht hat, außer die Erde. Schade. Jetzt ist aber unser Universum ziemlich groß. Es gibt ganz viele Galaxien und ganz viele Sterne. In diesem Universum. Also gibt es da unglaublich viele Möglichkeiten, dass Leben entstehen kann, rein theoretisch. Also du könntest dir vorstellen, dass es so Dinger, sowas, tatsächlich irgendwo da draußen so gibt. Vielleicht nicht genau so wie dich jetzt hier, aber ich könnte mir vorstellen, dass es intelligentes Leben irgendwo auch gibt im Universum. Ich glaube nur, das größte Problem ist, dass wir in Kommunikation treten, sprich, dass wir voneinander mitbekommen. Wir als Menschen probieren natürlich schon, trotzdem von uns Informationen ins Universum zu transportieren. Ja. Sprich, wir haben Sonden ausgeschickt mit Informationen drauf, wie Geräusche von der Erde, wie Musik oder Wind oder irgendwie sowas. Also, dass die eine andere Lebensform eben weiß, wie es bei uns auf der Erde so ist. Aber es ist unwahrscheinlich, dass da jemals in Kontakt entstehen wird. Gecheckt.
Wir Menschen haben noch keine Außerirdischen gefunden. Theoretisch könnte es sie aber aufgrund der unvorstellbaren Größe des Weltalls irgendwo geben. Gecheckt. Ich gucke mir jetzt mal an, wie Wissenschaftler das Universum erforschen. Dafür bin ich in Bayern und fahre bis auf die Spitze des Wendelsteins. Zusammen mit Arno geht's auf 2000 Meter Höhe. Arno ist Astronom. Er arbeitet in der Sternwarte auf dem Gipfel. Dort gibt es ein großes Teleskop. Das ist so eine Art Riesenfernrohr, mit dem man bis ins Weltall gucken kann. Bin mal gespannt, was wir da so sehen. Und ihr könnt hier echt irgendwie richtig ins Weltall reingucken. Genau, ja. Wir schauen und probieren uns Sterne, Galaxien nachts anzusehen und die zu erforschen. Was genau ist denn eigentlich eine Galaxie? Eine Galaxie ist eine große Ansammlung von 100 Milliarden Sternen und Planeten. Und die probieren wir hier zu erforschen. Okay. Aber es gibt nicht nur unsere Galaxie, sondern es gibt 100 Milliarden weitere Galaxien da draußen, die sind viel, viel weiter entfernt. Aha. Und die können wir mit unserem Teleskop natürlich auch anschauen. Das heißt, das Weltall, das Universum da draußen, ist eigentlich unvorstellbar groß, oder? Das ist riesig groß und wir sind nur auf der kleinen Erde, kreisen wir um die Sonne rum und die Sonne ist eine von vielen Sternen in unserer Galaxie. Ah, krass. Das wusste ich nicht. Ich dachte, die Sonne wäre vielleicht auch ein Planet oder irgendwie eine ganz eigene Gattung oder so, aber Sonne, Stern, abgefahren. Unsere Sonne ist also auch ein Stern, aber nur einer von 100 Milliarden Sternen in unserer Galaxie. Und diese Galaxie wiederum ist auch nur eine von 100 Milliarden Galaxien im Universum. Das ist doch unvorstellbar, oder? Die Galaxie, in der unsere Sonne liegt, heißt Milchstraße. Und zwar deshalb, weil die vielen, vielen Sterne aus der Ferne leuchten wie eine große weiße Fläche. Wie Milch eben. Einige dieser Sterne können wir sehen. Aber Arno und seine Kollegen erforschen auch Sterne und Galaxien, die noch viel weiter weg sind. Und zwar mit so einem riesigen Teleskop. Damit können sie das Licht von Sternen einfangen, die Milliarden Kilometer weit weg sind. Aber wie funktioniert das? Mit einer Riesenlupe oder wie? Ich frag mal. Im Prinzip ist hier ein Riesenspiegel, der gekrümmt ist. Der hat eine leichte Krümmung und kann so Objekte vergrößern. Und die Vergrößerung ist riesig groß. Es funktioniert so ähnlich wie bei einem Rasierspiegel. Wir sehen es hier. Hier auf einer Seite siehst du keine Vergrößerung. Ja. Und auf der anderen Seite siehst du eine Vergrößerung. Ja, stimmt. Und zwar deshalb, weil eben hier eine gekrümmte Oberfläche vorhanden ist. Und so ist unser Hauptspiegel auch. Der ist eine große gekrümmte Fläche und vergrößert so, nur im viel größeren Maß, als dieser Rasierspiegel das kann. Die Bilder aus dem All kann man sich aber nicht wie bei einem Fernrohr durch ein Guckloch angucken, sondern sie werden direkt an einen Computer weitergeleitet und dort dann ausgewertet. Nicht nur auf der Erde gibt es Teleskope, sondern auch im Weltall. Da sind dann auch keine Wolken im Weg und die Teleskope können Sterne beobachten, die noch viel weiter weg sind. Aber wie funktioniert das überhaupt, dass Sterne leuchten? Checkerfrage. Warum leuchten Sterne? Ja, Sterne sind große Gasbälle, die im Inneren durch hohen Druck und hohe Temperaturen ihre Energie erzeugen. Diese Energie muss irgendwie nach außen und an der Oberfläche des Sterns dringt sie nach außen und leuchtet in alle Richtungen. Und deshalb leuchten die Sterne. Aber sag mal, was ist dann der große Unterschied zwischen so einer Sonne oder einem Stern und einem Planeten wie der Erde? Also der Planet, der kreist um einen Stern herum und wird angeleuchtet von der Sonne oder von einem Stern und leuchtet nur deshalb, also indirekt, der reflektiert praktisch nur das Licht. Aber ein Stern, der produziert selber die Energie im Inneren und leuchtet von selbst. Sterne wie die Sonne leuchten, weil sie in ihrem Inneren ganz viel Energie erzeugen. Die strahlt als Wärme und Licht nach außen. Gecheckt. Auf der Sternwarte am Wendelstein gibt es noch weitere Teleskope. Das hier zum Beispiel hat eine spezielle Aufgabe. Mit dem kann man sich unseren wichtigsten Stern anschauen, die Sonne. Ohne die könnten wir gar nicht auf unserem Planeten Erde leben. Denn dann wäre es hier viel zu kalt und auch zu dunkel. Leute, guck mal, ich kann mit der Fernbedienung das ganze Teleskop hoch, runter, links, rechts. Aber wie finde ich jetzt die Sonne? Weil ich kann ja gar nicht rausgucken. Ja, du hast hier ein kleines Hilfsfernrohr hier oben und probier einfach die Sonne zu zentrieren. Wie bei einem Computerspiel. Bei dem runden Ding da, oder? Genau, einfach ins schwarze Zentrum die Sonne. Ah, dieser weiße Punkt muss da in die Mitte. Ist die Sonne, genau, ja. Also, genau. Jetzt siehst du im Hintergrund. Hinter dir siehst du sie schon. Schau.
paar Wolken ziehen vorbei. Das aber ist sie, ja? Das ist die Sonne. Und auf dem Monitor hier. Genau. Was kann man da jetzt schon erkennen? Ich meine, es ist sehr rund. Ja, man sieht ein paar Flecken drauf, die sind nicht bei uns im Teleskop, dass das Teleskop schmutzig ist, sondern die sind tatsächlich auf der Sonne. Und wir wissen, dass dort die Sonne eine etwas kleinere Temperatur hat. Die Sonne selber ist 6000 Grad heiß und an den Sonnenflecken ist sie nur 5500 Grad heiß ungefähr. Die Sonne ist aber nicht nur heiß, sondern auch verdammt hell. Deswegen schrauben wir jetzt einen Spezialfilter auf das Guckloch. Sonst kann man beim Durchsehen blind werden. Was wir als Flecken wahrnehmen, sind in Wahrheit riesige Gasexplosionen an der Oberfläche der Sonne. Die sind in echt so hoch, wie unsere Erde groß ist. Heftig, oder? Außer Planeten und Sternen wie der Sonne hier, gibt's im Weltall aber noch eine ganze Menge anderer krasser Sachen. Guckt mal hier. Sterne existieren nicht ewig. Am Ende erlöschen sie in einer großen Explosion. Dabei leuchten sie milliardenfach heller als normalerweise. Für kurze Zeit so hell wie eine ganze Galaxie. Eine solche Supernova ist übrigens im Weltall ganz normal. Wissenschaftler entdecken jedes Jahr Hunderte davon. Das Blöde ist ja, dass wir Menschen auf der Erde den Weltraum immer nur so aus der Ferne angucken können. Und nur ganz, ganz wenige Leute dürfen mit einer Rakete ins All fliegen und alles aus nächster Nähe erforschen. Der Typ hier ist Alexander Gerst, ein deutscher Raumfahrer, der war ein halbes Jahr lang im Weltall, und zwar auf der Internationalen Raumstation. Und das Beste, ich habe ihn jetzt hier live im Checker-Chat. Hallo Alexander! Hallo Tobi! Ey, du warst ein halbes Jahr im Weltall, wie krass. Gibt es irgendein Erlebnis, irgendeinen Moment, den du nie vergessen wirst? Wow, der krasseste Moment, das war bestimmt der, als ich mit dem Raumanzug vor die Tür gegangen bin, quasi im freien Weltraum geschwebt bin, um Außenarbeiten an der Raumstation durchzuführen. Das ist schon ganz krass, wenn man da rauskommt und dann zum ersten Mal die Erde und das Weltall nur durch ein 2 mm dickes Visier sieht. Das ist quasi nur so dünn und ja, das ist schon was Besonderes. Und sag mal, wenn du die Möglichkeit nochmal hättest, einfach nochmal hochfliegen, nochmal da oben forschen, würdest du es machen? Ja, selbstverständlich. Ich glaube, jeder Astronaut, der einmal im All war, der möchte da auch wieder hin, weil, wie gesagt, es ist toll, da hochzufliegen und unsere eigene Heimat von oben zu sehen mit den eigenen Augen. Das ist natürlich großartig. Und ja, wir Menschen sind Entdecker. Wir wollen natürlich auch ein Stückchen weiter raus. Ich denke, das ist bei allen, die ihr jetzt zuschaut, genauso. Ihr entdeckt ja auch bestimmt immer gern eure Umgebung und schaut nach, was es da so gibt, Neues rauszufinden. Und ja, wir Astronauten sind da genau die gleichen. Das heißt, wir wollen auch schauen, was es weiter draußen gibt im Weltraum, auf dem Mond, auf dem Mars. Gibt es vielleicht Leben draußen im Weltraum? Haben wir Geschwister da draußen irgendwo? Aber glaubst du das wirklich? Glaubst du, es gibt Außerirdische oder Leben im Weltraum? Ja, das ist eine Frage, die kann ich dir leider nicht beantworten, weil das frage ich mich natürlich auch. Ich habe keine gesehen, aber vielleicht gibt es die. Um das rauszufinden, müssen wir sie irgendwie finden. Und ja, wer weiß, vielleicht ist ja von euch einer dabei, der irgendwann mal da hochfliegt und zum Mars fliegt oder noch weiter raus, wer weiß. Hey Alexander, vielen Dank. Ich hoffe, du hast noch viele spannende Missionen und dann chatten wir wieder. Ja, gerne, das hoffe ich auch und bis bald. Tschüss. Ciao, Alexander, mach's gut. Tschüss. Ey, wie krass, der war einfach ein halbes Jahr lang im Weltall. Da oben. Unfassbar. Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Naja, jetzt die nächste Checker-Frage. Wie ist das Weltall entstanden? Jetzt wird's spannend. Die Frage nach dem Anfang von allem kläre ich wieder mit Katha. Im Weltall. Okay, klar, ist nur ein Fernsehtrick. Aber sieht super aus, oder? Boah, du machst es besser als ich. Ja, ich habe schon ein bisschen geübt. Ey, es ist ja voll schön hier oben, hier draußen. Mhm. Riesig. Echt abgefahren. Und sag mal, das ist die Erde? Ja, das ist unser blauer Planet, da wohnen wir. Voll schön. Aber sag mal, wie ist das hier alles entstanden eigentlich? Also wo kommt das her, Universum, Planeten und so weiter? Ja, vor ganz, ganz langer Zeit gab es eine riesige Explosion. Die war die Geburtsstunde von dem allen, was du hier siehst. Wie lange ist das her? Also wenn du sagst, sehr lange Zeit? Unglaubliche 14 Milliarden Jahre. 14 Milliarden? Ja. Das sind 9 Nullen. Und angucken können wir uns dann das jetzt nicht, wie das genau passiert ist, oder? Doch, mit einer Zeitreise. Kannst du losgehen? Von mir aus? Okay. 1, 2, 3. Los. Thank you.
Oh, krass, was ist denn hier passiert? Ja, du wolltest doch an Anfang von allem. Ja, aber es ist ja alles weg. Es ist ja nichts mehr da. Und was ist das für ein komisches Ding da? Da steckt alles drin. Die ganzen Bausteine des Universums, alles ist hier auf diesem Punkt zusammengepresst. Das ergibt ja keinen Sinn. Also ich meine, die Erde und das Weltall, das ist ja alles riesengroß, haben wir vorhin schon gesehen. Ja. Das passt da ja nicht rein. Ja, also da steckt jetzt nicht die Erde drin und nicht die Sonne und nicht alles so und kommt dann da raus, sondern es sind wirklich die kleinsten Bausteine, aus denen alles zusammengebaut ist. Mhm. Die stecken da drin. Und die war ungefähr so von der Größe, oder wie? Nee, das ist jetzt nur für die Anschauung, ja, damit wir irgendwas sehen. Okay. In echt war das viel, viel, viel kleiner. Unvorstellbar klein, richtig winzig, tausendmal kleiner als ein Stecknadelkopf. Es ist weg! Mach's mal wieder her, ich sehe nichts mehr. Okay. Also wird's noch dunkler, wenn das Ding weg ist, ey. Ja, okay, und da drin steckt alles einfach, oder was? In dieser Kugel, also in diesem winzigen Punkt, der es am Anfang war. Ja. Und wie wird daraus dann alles? Also das kann ich mir echt nur schwer vorstellen. Ja, dann pass jetzt mal auf, okay? Okay. Alter, was war das denn gerade? Der Urknall, so nennen wir Wissenschaftler das. Aha. Der Anfang von allem, diese Explosion steht für die Geburtsstunde des Universums. Ja, was so ist da jetzt gerade genau passiert? Dieser extrem heiße, energiegeladene, mini-winzige Punkt ganz am Anfang, der hat sich in kürzester Zeit extrem ausgeweitet. Und dabei sind diese kleinen Bausteine, die wir von Anfang an ja in dieser Kugel hatten, rausgeschleudert worden. Ja. Ja? Und die Ausbreitung, am Anfang war es sehr, sehr heiß, diese Ausbreitung hat Abkühlung mit sich gebracht. Mhm. Ja? Und dadurch konnten sich diese kleinen Teilchen miteinander verbinden und haben größere Teilchen gebildet. Mhm. Ja? Und diese größeren Teilchen, die sind dann noch zu größeren Teilchen geworden und noch zu größeren Teilchen. Ja. Und zum Schluss sind daraus unsere Sterne und Planeten entstanden. Nach dem Urknall hat sich das Universum von einem Minipunkt aus mega ausgedehnt. Was davor war, wissen die Forscher aber immer noch nicht. Gecheckt. Und jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was ist der Unterschied zwischen Sternen und Planeten? A. Planeten sind größer als Sterne. B. Planeten bestehen aus Stein, Sterne nicht. Oder C. Sterne leuchten selbst, Planeten nicht. Na, habt ihr die Antwort gecheckt? Guckt mal. Ein Stern, der produziert selber die Energie im Inneren und leuchtet von selbst. Also, richtig war Antwort C. Sterne wie unsere Sonne leuchten selbst, Planeten nicht. So Leute, das war's aus dem Weltraum. Ich bin mir sicher, irgendwo hier draußen gibt's auf jeden Fall Außerirdische. Und ich mache mich jetzt einfach nochmal auf die Suche. Da lang. Und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi.